Liebe zur Kunst, zum Theater, zur Oper haben diesen Film veranlasst. Phasen des Wiederaufbaus der Münchner Staatsoper werden darin festgehalten als optisches Dokument und Chronik einer Bürgerinitiative, die 1963 die Wiedereröffnung des Nationaltheaters besiegelt hat. Im Jahre 1818 unter Max Joseph I. ist das Königliche Hof- und Nationaltheater in München eröffnet worden. 5 Jahre später, am 14. Januar 1823, fing die Bühnendekoration Feuer. Dank der Kaltblütigkeit des Prinzen Karl, der von seiner Proszeniumsloge aus dem Publikum Anweisungen für das zweckmäßige Verlassen des Hauses gab, kamen alle mit heiler Haut davon. In den Pumpen und Schläuchen war das Wasser eingefroren. Kurz entschlossen fuhren die Bierbrauer heißes Wasser aus den Sudhäusern heran. Doch die Flammen waren schneller. Jetzt aber bewährte sich die Liebe der Münchner zu ihrer Oper und die Anhänglichkeit an den König. Und so spendeten sie in Kürze 300.000 Gulden für ein neues Opernhaus und nahmen als Steuer auch noch geduldig den Bierpfennig auf sich. Was vom Werk des genialen Karl von Fischer übrig blieb, ging in Leo von Klenzes Neubau ein. 2 Jahre später schon wurde er mit einer Festspielwoche eröffnet. Bis 1943 behielten die Münchner diesmal ihr Theater. D'Albert's Tiefland am 2. Oktober war die letzte Vorstellung für lange Zeit, für 20 Jahre. In der Nacht ein Luftangriff alliierter Bomber. Feuer und Sprengstoff regneten vom Himmel und verwandelten Münchens Kunstzentrum in einen Trümmerhaufen. Zerstört war der Stein, zerbrochen schien eine Tradition. Doch die Erinnerung an eine große Zeit des Münchner Musiktheaters war noch nicht ausgelöscht. 1864 war Richard Wagner nach München gekommen. 1865 Uraufführung von Tristan und Isolde im Hof- und Nationaltheater. 1868 zum ersten Mal die Meistersinger von Nürnberg. König Ludwig II. Hatte dem großen Meister sein Herz und seine Schatulle geöffnet. Hervorragende Dirigenten standen hier am Pult. Hans von Bülow, Felix Mottl, Bruno Walter, Hans Knappertsbusch, Clemens Krauss und natürlich Richard Strauss, dessen Opern im Münchner Repertoire Heimatrecht haben. Sollte an diese große, herzerwärmende Epoche noch einmal angeknüpft werden können? Oder war ausgebrannt und für immer erledigt, wovon Platzmieter und Stehplatzenthusiasten ihren Kindern vorschwärmten? Zunächst freilich drückte der verlorene Krieg. Auch die Kunst geht vor allem nach Brot. Es sind nicht nur die hungrigen Vögel, die nicht singen. Schutträumung und Geldentwertung waren Etappen, die erst überstanden werden mussten. Alarmierend für Münchens alte und junge Opernfreunde war das Gerücht, die Ruine des Nationaltheaters solle beseitigt, ein neues Opernhaus aber an anderer Stelle der Stadt gebaut werden. Das war die Geburtsstunde eines Vereins, der sich Freunde des Nationaltheaters nannte. 12 unbekannte Bürger der Stadt gründeten ihn Ende 1951. Eine Tombola am Karlsplatz brachte die ersten Mittel für Werbung und Wiederaufbau. Das alte Nationaltheater sollte es wieder sein. Kein Glas- und Betonpalast konnte seine Atmosphäre ersetzen. Dafür warben auch Münchens Lieblinge Gustl Waldau und Liesl Karlstadt. Schon 1953 übergaben Freunde des Nationaltheaters der Staatsregierung einen Scheck über 100.000 Mark. Mit diesen Mitteln musste, was vom Theater noch stand, erst einmal abgerissen und weggeräumt werden. Eine langwierige, gefährliche Arbeit.
Jetzt erst sah man das ganze Ausmaß der Katastrophe von 1943. Zwölf Jahre nach der Zerstörung rätselte man immer noch an der Frage, in welchem Stil die neue Oper erstehen sollte. Die Frage nach dem Stil war auch die Frage nach dem Baumeister. Oft sind Opernhäuser schon abgebrannt. Immer wieder hat man sie aufgebaut, größer, glänzender. Und Zustimmung des Publikums hat das Werk bestätigt. So ist es geblieben bis heute. Eines Tages im Löwenbräukeller stießen die Meinungen noch hart aufeinander. Wahre Freunde des Nationaltheaters, an der Spitze ihr Vorstand, Jakob Baumann, und solche mit Vorbehalt, darunter etliche vorsichtige Ministerial- und Kommunalbeamte, Architekten und schließlich der Oberbürgermeister Thomas Wimmer, waren sich wenigstens in dem Wunsch einig, dass München wieder ein repräsentatives Opernhaus haben müsse. Offen blieb vor allem die Frage, wer bezahlt es? Landtag und Stadt München sahen sich aufgefordert, tief in die Taschen der Steuerzahler zu greifen. Aber schon die Initialzündung kostete Geld, all das Werben, Mahnen, Vorbereiten. Der Deus ex machina bei diesem Vorspiel hieß Tombola. Und die Freunde sammeln weiter immer zu. Immer wieder eine Tombola. Diesmal animierte der Witz des Stadtrats von Miller die Münchner zum Kauf der Lose. Und die Musi spielte dazu flotte Weisen. Eine Art Volksfest mit Nieten und Treffern. In der Drei-Groschen-Oper heißt es, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und so weiter. Um das große Licht ging es auch hier, nämlich um den erleuchteten Plan. Traditionell oder progressiv? Das war jetzt die zugespitzte Frage, die natürlich auch in Polemik ausartete. Reiner Zweckbau oder möglichst genaue Restauration im alten Stil waren die extremsten Positionen. Die Entscheidung fiel für das festliche Haus, also für die klassizistische Grundform. Der inneren Struktur nach sollte die Oper allerdings auf der technischen Höhe der Zeit sein. In Fassade und Raumgestaltung hielten sich die Entwürfe der Architekten Gerhard Graupner und Karl Fischer an die Originalpläne von 1818 und 1825. 62 Millionen Mark kostete das Haus. 50 Millionen bewilligte der Bayerische Landtag. 4,5 Millionen steuerte die Stadt München bei. Und über 5 Millionen Mark betrug die Mitgift der Freunde des Nationaltheaters, die sie über die jährlichen Tombolen und geschickte Bittgänge bei Wohlhabenden und Hochmögenden zusammenbrachten. Wer heute das fertige Werk sieht, denkt nicht mehr an die 15.000 Kubikmeter neues Mauerwerk, an 21.000 Kubikmeter Beton und 1.100 Tonnen Betonstahl. Er ahnt kaum, dass die Summe aller elektrischen Leitungen des Hauses über 100 Kilometer beträgt. Selbstbestätigung der Technik brachte zugleich Annehmlichkeiten für Künstler und Publikum. Tag des Richtfestes vereinte Freund und Feind um die Richtkrone. Zu dem Ziel nämlich, der Oper und damit der Kunst wieder eine würdige Heimstatt im Herzen Münchens zu schaffen. Eine Heimstatt, von der aus sie weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus die Menschen beglücken, aufrichten und dem Schönen
näher bringen soll. Grüß Gott, ich fange den Richtspruch an, nach alten Brauch als Zimmermann. Denn hier steht auf uns Zimmerleuten um Bretten, die die Welt bedeuten. Die Architekten und Bauleiter, die Firmen, Geschäftsleute und so weiter, die Künstlerschaft schon im Voraus, die einziehen wird in dieses Haus. Wollen wir jetzt unsere Gläser heben? Stimmt laut ein! Hoch sollen sie leben! Aber noch musste weiter gebettelt und gespendet werden. Geben war so selig wie nehmen. Vor allem fehlte es noch am Glanz nach innen. Ein neues Theater an einer anderen Stelle und zeitgemäß und weiß Gott wie zu erbauen, da haben wir uns einige kleine Leute auf den Fuß gemacht und haben einen Verein gegründet. Das tut der Münchner, wenn er irgendwo sich in Not sieht, dann gründet er einen Verein, weil ja Vereinsschlagen immer ein sichereres Schlagen ist. Auch einmal, war ein Wasser da. So? Ja, was ein Wasser. Stell dir vor, ein Bierwasser. Bier? Bierbrauer sind dahergefahren mit einer Fassung auf die Wände drum. Jawohl. Da war das warme mit Bier drin. Und mit dem haben sie noch gerissen. Ach, ich darf ja gar nicht drunigen. Ich darf nicht drunigen. Das viele gute Bier, was die da nächsten. Um jedes Treffer ist du schon. Kannst du dir das vorstellen, Ferdinand? Ein Bier zum Feiern ist. Stiften konnte jetzt zur schönen Gewohnheit werden. Aber auch das kleinste Schärflein war notwendig und willkommen. Darum wurde wieder tromboliert, Prominenz engagiert und die Lose waren gefällig wie eh und je. Auf dem Max-Josefs-Platz die Autoherden waren keine Augenweide. Sie sollten in der Versenkung verschwinden, in einer riesigen Tiefgarage. Mit Musik geht auch das Vergolden besser. Eine diffizile Arbeit. Das willige Haupthaar lädt den Pinsel elektrisch auf und das Blatt Gold klebt. Man denkt einerseits an die Lorelei, andererseits an die Probleme eines kahlen Vergolders. Auch die Stuckateure kommen wieder zu Ehren. Sie brüsten sich mit ihren vollendeten Brüstungen. Und dann der Maler Albrecht in der Horizontalen. Der fahrbare Untersatz mildert die Genickstarre beim Malen nach oben und gibt einen ruhigen Pinsel. Die Vertikale gehört den Tapezierern und ihren kostbaren Seidenstoffen. Freundlich verbirgt der Bühnenvorhang die Überraschungen der Szenerie. Der eiserne Vorhang dagegen schützt vor unliebsamen Überraschungen von der Bühne her. Einst hat man ihn verordnet, um das Übergreifen von Feuer auf den Zuschauerraum zu verhindern. Solange es offenes Licht gab, waren Brände nicht selten. Heute sorgen Lichtorgeln für Orgien von Beleuchtungseffekten.
München hat die größte und modernste der Welt. Eine wichtige Errungenschaft im Zeichen der Lichtregie. Tausende von Kristallteilen gehören zum Ensemble des gewaltigen Lüsters, den das Auge sucht, wenn er heute an der Decke aufstrahlt und beim ersten Ton der Musik verlöscht. Dieser schöne Götterfunken der Tochter aus Elysium war es auch, der bei der dritten Eröffnung der Bayerischen Staatsoper Polemik und Prinzipienreiterei zum Schweigen brachte. Ein historischer Tag war für München dieser 21. November 1963 und eine willkommene Gelegenheit für die Gesellschaft, sich gesellschaftlich zu entfalten. Frackorden, große Toiletten, auch die Haute Couture hatte wohlbemessenen Anteil am Ereignis der Wiedereröffnung. Für den Freistaat Bayern, der allen wiederholt dankt, übergebe ich nun das Haus seinem Herrn, dem Herrn Staatsminister für Unterricht und Kultus, auf dass er es weitergebe an seinen Intendanten. Der hohe Rang des Theaters hängt ab von den Leistungen seiner Künstler. Ich übergebe daher die Schlüssel Ihnen, Herr Staatsintendant Professor Hartmann, mit den herzlichsten Wünschen. Das Volk war in diesen Stunden nur Zaungast, aber es war nicht gleichgültig. Es nahm von seinem Haus später Besitz, als es nicht mehr so feierlich zuging. Wenn es in diesen Tagen am Viktualienmarkt zwei Standelfrauen besonders notwendig miteinander hatten, konnte es gut sein, dass sie über die neue Oper disputierten und über die alten Zeiten, wo sie den Bender hörten und die Ivogyn, den Rehkämper als Escamillo und die Rantschak als Salome, schau hi, wie es tanzte, Slöder, oder als Mädchen aus dem Goldenen Westen. Ihre Augen glänzten, wenn sie von Patzaks himmlischem Tenor und von Georg Hans schwarzem Bass schwärmten. Als erste Oper auf der neuen Bühne wählte man die Frau ohne Schatten von Richard Strauss. Dietrich Fischer-Dieskau sang, der bayerische Generalmusikdirektor Josef Keilbert dirigierte. Als zweite Festvorstellung, es konnte kaum anders sein, wurde Richard Wagners Meistersinger von Nürnberg bejubelt. Mit einer Erinnerung an den Bierpfennig von 1823 bedankten sich die Freunde des Nationaltheaters bei Gönnern und Stiftern. Jeder Besucher erhielt nach der Vorstellung ein Krügel, Radieschen, ein Kreuzerweckerl und eine halbe Bier, welches als Operator eigens für diesen Tag gebraut worden war.